Die Geschichte von Floridsdorf beginnt relativ spät. Während sich Wien im Laufe von Jahrhunderten aus dem ehemaligen Römerlager Vindobona im Bereich des rechtsseitigen Ufers der Donau entwickelt und sich Richtung Westen, Süden und Osten ausdehnt, kann die damals weit verzweigte Donau bzw. die vielen Donauarme im Norden und Nordosten lange Zeit nur mit Fähren überquert werden. Erst um 1500 wird die erste Donaubrücke, die Taberbrücke, errichtet. Sie befindet sich an der Stelle der heutigen Floridsdorfer Hauptstraße beim Wasserpark. Das Kuhbrückle führt über einen weiteren Donauarm. Von dort werden 1728 bis 1736 die Prager- und die Brünnerstraße zu Poststraßen ausgebaut. Diese beiden wichtigen Verbindungsstraßen nach Böhmen und Mähren laufen hier zusammen und bilden einen Spitz, heute der Floridsdorfer Spitz. . 1782 werden hier Grundstücke für Siedler zur Verfügung gestellt. Es entwickelt sich um 1786 die Siedlung Jedlersdorf am Spitz. Eine weitere kleine Siedlung entsteht weiter östlich im Bereich der heutigen Schlosshoferstraße. Probst Floridus Leeb von Stiftkloster Neuburg gibt in diesem Bereich Liegenschaften des Klosters an 26 Siedlerfamilien ab. Ein kleiner Einschub. Warum der Name Schlosshoferstraße? Nun, die ehemalige Hauptstraße dieser Siedlung führt ursprünglich über Schlosshof nach Pressburg. Aus Dank wird die Siedlung nach Propst Floridus benannt, Floridsdorf. Die beiden Siedlungen wachsen rasch zusammen und werden ab 1850 gemeinsam verwaltet und 1874 formell vereinigt. Der niederösterreichische Statthalter Erich von Kilmanseck betreibt ab 1890 intensiv die Vergrößerung Wiens. Während der Debatten zur zweiten Wiener Stadterweiterung drängt der niederösterreichische Statthalter Erich Graf Kilmanseck auch auf die Einbeziehung der Vororte links der Donau. Kilmanseck möchte Floridsdorf und andere Orte am linken Donauufer eingemeindet sehen. Der damalige Wiener Bürgermeister Johann Brix opponiert dagegen. Der 1890 gefasst und 1892 in Kraft getretene Gemeinderatsbeschluss bezüglich Stadterweiterung betrifft daher nur die außerhalb des Lindenwalds gelegenen Vororte. In der Folge setzt sich Kilmanseck dafür ein, Floridsdorf zu vergrößern. Er findet bei den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden positive Resonanz. Im Mai 1894 kommt es auf Initiative vom kaiserlich-königlichen Statthalter Erich von Kilmanseck zur Zusammenlegung von Floridsdorf mit den Ortschaften Donaufeld, Jedlesee und Neujedlersdorf, dem südwestlichen Teil von Großjedlersdorf, zur Großgemeinde Floridsdorf mit über 30.000 Einwohnern. Kurz vor der kommenden und zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erwarteten Eingemeindung baut sich die Großgemeinde in den Jahren 1901 bis 1903 ein repräsentatives Rathaus. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es unter anderem auch Bestrebungen, Wien reichsunmittelbar zu machen und so vom Kronland Österreich unter der Enns abzutrennen. Für diesen Fall sieht Kilmanseck Floridsdorf als Hauptstadt von Niederösterreich vor. Um die Jahrhundertwende engagieren sich Floridsdorfer Politiker intensiv für die Realisierung eines Donau-Moldau-Elbe-Kanals oder eines Donau-Oder-Kanals. In Wien sind zwei Mündungen geplant, eine bei Lang-Enzersdorf in die Donau und eine in die alte Donau, die zu einem Hafen ausgebaut werden soll. Der Wiener Bürgermeister Karl Lueger hatte schon zuvor angekündigt, dass in diesem Fall Floridsdorf eingemeindet werden muss. Karl Lueger will keine konkurrierende Hafenstadt vor seiner Haustür. Die Initiative dazu geht letztendlich aber von Floridsdorf selber aus. Die Deutsche Bank hat Lueger ein großes Kommunaldarlehen zugesagt. Die Floridsdorfer hingegen wissen nicht, wie sie ihre Investitionen finanzieren sollen. Der Floridsdorfer Bürgermeister Anderer ersucht daher 1902 auch um den Preis der Einverleibung Finanzhilfe von der Stadt Wien. Der Wiener Gemeinderat und der Niederösterreichische Landtag
haben keinen Einwand, doch spießt sich der Vorgang im Detail. Mit Unterstützung des kaiserlich-königlichen Ministerpräsidenten Ernest von Körber gelingt Lueger dann 1904 der Durchbruch. Der Floridsdorfer Landtagsabgeordnete Karl Seitz, von 1923 bis 1934 beliebter Bürgermeister im Roten Wien, spricht sich noch gegen den Zusammenschluss Floridsdorfs mit Wien aus. Karl Seitz möchte den zu erwartenden Wohlstand der wachsenden Industriestadt Floridsdorf nicht mit Wien teilen. Ende 1904 kommt es dann zu einer überraschenden Einigung, die im Wiener Gemeinderat und im Niederösterreichischen Landtag beschlossen und vom Kaiser Franz Josef sanktioniert wird. Wien tritt in die Rechte und Pflichten der aufgelösten Gemeinden Floridsdorf, Leopoldau, Kagran, Hirschstetten, Stadlau und Aspern ein. Das entsprechende Landesgesetz wird schlussendlich am 12. November 1904 beschlossen und am 10. Jänner 1905 publiziert. Die Eingemeindung tritt am selben Tag in Kraft. Der neue Bezirk erhält, wie es sich die Floridsdorfer Gemeinderäte ausbedungen haben, den Namen Floridsdorf. Der neue 21. Bezirk umfasst Floridsdorf mit den Ortschaften Stammersdorf, Edlesee, Großedlersdorf, Strebersdorf, Donaufeld, Leopoldau und Schwarze Lackenau. Das kurz vor der Eingemeindung errichtete Floridsdorfer Rathaus wird ab 1. Jänner 1906 als magistratisches Bezirksamt für den 21. Bezirk weiterverwendet, in dem bis Ende 1905 noch die Bezirkshauptmannschaft Floridsdorf amtiert. Der Erste Weltkrieg und der Zerfall der Monarchie stoppen das Projekt Donau-Oder-Kanal. Erst 1938 arbeitet man wieder an der Planung eines Donau-Oder-Kanals, wobei die Einmündung in der Lobau festgelegt wird. Am 19. Dezember 1939 beginnt der Bau einer 10 Kilometer langen Hafenbahn und Hafenstraße und des 1,3 Kilometer langen und 90 Meter breiten Hafenbeckens. Im Oktober 1941 erfolgt der Dammdurchbruch zur Verbindung von Kanal und Strom. Von den in Österreich geplanten 40 Kanalkilometer von Wien bis Angern an der Mach werden bis zum Jahre 1940 insgesamt nur 4,2 Kilometer in der Lobau und bei Groß-Enzersdorf nordöstlich von Wien realisiert. Ein markantes Datum in der Geschichte der Gemeinde Floridsdorf ist das Jahr 1837. Im Jahr 1837 beginnt mit den Probefahrten zwischen Floridsdorf und dem rund 13 Kilometer entfernten Deutsch-Wagram das Eisenbahnzeitalter in Österreich. Die Kaiser-Ferdinands-Nordbahn wird bald zur wichtigsten Bahnlinie der Monarchie. Die Bahn verbindet Wien mit den Eisen- und Kohlenbergwerken im Norden und Nordosten des Kaisertums. Über die Entwicklung der Stadt Wien, ausgehend vom römischen Legionslager Vindobona bis zur Eingemeindung der nördlich der Donau liegenden Gemeinden um 1904, erzähle ich ausführlich im Video vom Werden einer Stadt historisches Wien. Floridsdorf ist als namensgebender Bezirksteil die ehemalige kleinste eigenständige Gemeinde. Stammersdorf bildet den größten Bezirksteil. Stammersdorf liegt am Hang des Biesambergs gegen das Machfeld. Die ältesten Bezeichnungen sind Stenmersdorf, Stemersdorf, Stemmelsdorf, Steimersdorf und Stammleinsdorf bzw. 12.3 Stomersdorf, abgeleitet vom slawischen Personennamen Stoimir. Zwischen dem am Hang liegenden Oberort und dem Unterort erstreckt sich der Dorfanger, an dem die den oberen Unterort verbindende Hauptstraße entlang führt. Stammersdorf ist ein sogenanntes Linsenangerdorf. Das bedeutet,
Die Häuser und Gehöfte sind um einen linsenförmigen zentralen Platz, dem sogenannten Anger, angelegt. Die vom Anger durch eine schmale Gasse erreichbare Dorfkirche, die Pfarrkirche Stammersdorf, gehört zu den alten niederösterreichischen Wehrkirchen. Dennoch verwüsten nacheinander Ungarn, Türken, Schweden, nochmals Türken und schließlich Franzosen den Ort. Stammersdorf ist aber auch ein beliebtes Feldlager. 1619 lassen sich hier die Böhmen unter Graf Thurn nieder. 1645 wählt der schwedische Feldherr Torstensohn die Gegend zu seinem Hauptquartier. 1805 beziehen die Österreicher hier Feldlager und 1866 projektiert man eine Verteidigungslinie bei Stammersdorf gegen die Preußen. In den Pestjahren 1679 und 1713 kommen viele Einwohner um. Materiell großen Schaden richtet, neben kriegerischen Zerstörungen, der Brand im Jahre 1850 an. Ihm fällt die Kirche, 52 Häuser und 38 Scheunen zum Opfer. Trotz allem hat die im Laufe der Jahrhunderte gewachsene Siedlung bis heute den Dorfcharakter bewahrt. Stammersdorf gehört zu den bedeutenden Wiener Weinbaugebieten. Der ursprüngliche Name des Ortes Strebersdorf lautet Strobelinsdorf und wird um 1250 erstmals urkundlich erwähnt. Der Name stammt entweder von einem Mann namens Strobo oder von den Stroblern, die Strohmatten erzeugen und mit Stroh handeln. Später wird aus Strobelinsdorf Ströbleinsdorf. 1569 Ströbelsdorf bzw. 1540 Strobesdorf und schließlich 1697 Strebersdorf. Strebersdorf hat eine vielfältige Geschichte, geprägt von zahlreichen Besitzerwechseln, von Zerstörungen und Kriegen bis herauf zu den Franzosenkriegen 1809. 1753 erhalten die Strebersdorfer das Recht des Weinausschanks. Weinbau und Schafzucht bilden lange Zeit die Haupterwerbsquellen der Bevölkerung. Am 4. Juli 1822 zerstört ein Brand große Teile der Gemeinde. Das Strebersdorfer Schloss, 35 Häuser sowie 17 Scheunen und große Teile der Ernte werden vernichtet. Die Stockerauer Flügelbahn führt ab 1845 erstmals die Eisenbahn an Strebersdorf heran, allerdings ist für die Gemeinde keine eigene Station vorgesehen. 1873 bricht erneut ein Brand in Strebersdorf aus. 24 Häuser und 14 Scheunen werden ein Raub der Flammen. Im späten 19. Jahrhundert setzt in Strebersdorf ein rasantes Wachstum ein. 1886 erwirbt die Kongregation der christlichen Schulbrüder vom Stiftkloster Neuburg das Herrschaftsgut und errichten ein ansehnliches Konvikt. 1887 bekommt Strebersdorf einen eigenen Bahnhof, 1894 eine Poststation. 1896 wird Strebersdorf ans Telegrafennetz und 1900 an das Gasnetz angeschlossen. Jedlersdorf entsteht als Straßendorf auf einer Insel, die von Seitenarmen der Donau in Nord-Süd-Richtung im Machfeld gebildet wird. Die beiden Dorfteiche Jedlersdorfs, der Bernreiterteich im Norden des Ortszentrums, heute Parkplatz, Bernreiterplatz, und der Haspingerteich im Süden, heute eine Parkanlage, stammen von einem dieser Seitenarme. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes fällt in das Jahr 1108 im Saalbuch einer Klosterneuburger Urkunde. Rudolf von Habsburg schenkt 1280 den Ort dem dominikanischen Frauenkloster in Tulln und ist bis 1792 in dessen Besitz. Der Ort heißt in dieser Zeit meist Jedeldorf. Bei der ersten Wiener Türkenbelagerung 1521 wird Jedelsdorf zerstört und wieder aufgebaut. Nach Auflösung des Tullner Frauenklosters durch Josef II. 1782 geht Jedelsdorf in die Verwaltung der KK Staatsgüteradministration über. Die Jedelsdorfer Weidegründe zwischen Prager und Brünner Straße werden parzelliert und 1782 an Neusiedler verkauft. Die neu entstandene Siedlung heißt Klein Jedelsdorf oder Jedelsdorf am Spitz,
und besteht zunächst aus 15 Häusern. Dort, wo sich das heutige magistratische Bezirksamt erhebt, steht damals das Gemeindegasthaus. Die Ortschaft Nedlersdorf am Spitz war bis 1804 ein Teil von Nedlersdorf, wird dann jedoch von der Muttergemeinde getrennt und bleibt bis 1874 selbstständig, bis sie mit Floridsdorf vereinigt wird. Der nördliche, ältere Teil von Nedlersdorf bleibt selbstständig und wird erst 1904 in den neu geschaffenen 21. Wiener Gemeindebezirk einbezogen. Die Besiedlung des Raumes von Leopoldau geht ohne Unterbrechung auf die Jungsteinzeit zurück, womit Leopoldau eines der ältesten Siedlungsgebiete des 21. Bezirks sein dürfte. Schriftlich wird der Ort allerdings erst 1125 als Alpitove erwähnt. Die Siedlung hat viele verschiedene Namen. Ausgehend von Alpitove verändert sich der Name in Alpoltove, Altentoe, Alpeltov, Eipeltau, Apoltau und Eipeltau, worauf noch heute die Eipeltauer Straße hinweist. Danach kommt Eupoltau und schließlich Leopoldau. Der heutige Name Leopoldau wird durch Kaiser Leopold I. aus Dankbarkeit für eine erwiesene Hilfe vergeben und ist seit 1734 gebräuchlich. Leopoldau leidet unter kriegerischen Einfällen, Überschwemmungen, Epidemien und Feuerbrünsten. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts kommt es zur Ansiedlung von Industriebetrieben und der Zuzug von Industriearbeitern. Daraus entwickeln sich zwei neue Ortschaften, Neu-Leopoldau und Mühlschüttel. Nach langen Verhandlungen werden mit Beschluss des Niederösterreichischen Landtags vom 9. Juli 1880 Neu-Leopoldau mit Mühlschüttel von Leopoldau getrennt. Sie bilden die eigene Gemeinde Neu-Leopoldau mit Mühlschüttel, die 1886 aufgrund der Verwechslungsgefahr mit der Gemeinde Leopoldau in Donaufeld umbenannt wird. Wie vorhergehend bereits erwähnt, wird aufgrund eines Beschlusses des Niederösterreichischen Landtags Donaufeld 1894 mit den Gemeinden Jedlesee, Floridsdorf und Neu-Jedlesdorf zur Großgemeinde Floridsdorf zusammengeschlossen. Am 28. Dezember 1904 erfolgt schließlich gemeinsam mit weiteren Ortschaften die Eingemeindung in Wien zum 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf. Die Ortschaft Jedlesee entsteht am Landeplatz der Überfuhr vom Marfeld nach Nussdorf, vermutlich als fränkische Neugründung nach dem Sieg Otto I. über die Magyaren am Lechfeld. Jedlesee ist der älteste Bezirksteil Floridsdorfs. Bereits am 5. Juli 1014 wird einer Schenkungsurkunde des Bistums Passau der Ort erwähnt, der Jedlesee zugeschrieben wird. Der deutsche Kaiser Heinrich II. Schenkt der bischöflichen Kirche zu Passau dieses Gebiet neben Besitzungen in Herzogenburg, Krems an der Donau und Tulln zur Errichtung von Kirchen. Ursprünglich ist Jedlesee ein Bauern- und Fischerdorf im Augebiet der Donau. Zahlreiche Donauarme befinden sich im heutigen Siedlungsgebiet. Trotz oftmaliger Verwüstung durch Hochwässer und Eisstöße wird der Ort immer wieder aufgebaut. Die Überschwemmungen werden erst durch die Donauregulierung in den Jahren von 1870 bis 1875 beendet. Die lange Geschichte bis zur tatsächlichen Donauregulierung im Bereich von Wien in den Jahren 1870 bis 1875 erzähle ich in dem Video »Der lange Weg bis zur Donauregulierung – historisches Wien«. Durch die Errichtung einer Überfuhr über den Donaustrom gewinnt Jedlesee an Bedeutung. Noch heute erinnert die Überfuhrstraße daran. Von 1778 an war der Leibarzt Maria Theresias Anton Freiherr von Störk Besitzer der Herrschaft Jedlesee. Freiherr von Störk erbaut 1787 an der Gabelung Prager Straße und Hopfengasse das Brauhaus Gambrinus.
Beethoven genießt die Spaziergänge durch den Auwald. Der Grund seiner häufigen Besuche in Jedlesee war die Gräfin Erdödi, deren kleines Landhaus heute als Beethoven-Schlössel bekannt ist. Schwarze Lackenau entspricht einer ehemaligen Insel in der Donau. Die Insel wird durch einen Seitenarm der Donau gebildet, die Schwarze Lacke, die heute noch als halbkreisförmige Grünfläche erkennbar ist. Mit der Donauregulierung wird die Schwarze Lacke vom Hauptstrom abgetrennt und nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Schutt der zerbombten Wiener Häuser sowie diversen Industrie- und Erdölabfällen bis in die 70er Jahre restlos aufgefüllt.